Tja, was macht man, wenn man eigentlich einen Channel für Cartoons und Animes hat und eben nicht einen für Bücher oder eben für Buchadaptionen? Man mixt das eine mit dem anderen einfach zusammen. Und das ist genau das, was ich in diesem Video machen werde. Es ist eine lange und steile Treppe, die zum Starroom führt. Und leider gibt es keinen Aufzug. Aber ihr werdet nie ganz oben ankommen, wenn ihr nicht weiterklettert. Es wird viele Rückschläge geben, aber wenn ihr nicht aufgebt, werden eure Namen im Glanz der Scheinwerfer erstrahlen. Denn es gibt so manch ein Pokémon, welches genauso gut in der Welt von Harry Potter existieren könnte oder sich doch zumindest mit bereits existierenden Kreaturen vergleichen lässt. Heute möchte ich euch gerne ein paar dieser Pokémon vorstellen. Viel Spaß! Pummeluff, Knuddeluff und Knuddelmuff. Kommt schon, alleine der Name, da muss man sich doch fragen, ob sich J.K. nicht vielleicht heimlich von Pokémon inspirieren ließ. Aber sehen wir uns mal das Erscheinungsbild an. Knuddeluff ist größtenteils rosa, mit kugelrunden Augen und einer ovalen Körperform. Wenn es sich aber aufbläst, kann es wie auch seine Vorentwicklung einen runden Körper annehmen. Die Arme und Beine sind sehr kurz und die Ohren lang. Das Fell ist sehr weich und geschmeidig, es soll sich sogar so anfühlen, dass man es am liebsten die ganze Zeit streicheln würde. Das Knuddelmuff wird in den Filmen von Harry Potter zwar nur kurz gezeigt, dafür aber in den Büchern genauer beschrieben und wer mag, kann es sich sogar als Stofftier kaufen. Es hat einen kugelrunden Körper und besitzt sehr weiches, plüschartiges Fell, weswegen es besonders bei Zaubererkindern sehr beliebt ist. Es hat große, runde Augen und so kurze Arme und Beine, dass sie im dichten Fell kaum zu sehen sind. Das hört sich doch schon ziemlich ähnlich an, oder? Aber einen doch recht witzigen Unterschied gibt es allerdings trotzdem. Knuddelmuffs stehen im Gegensatz zu Knuddeluff und Pummeluff auf Staub und Schnodder. Und nein, das habe ich mir nicht gerade erst ausgedacht. Dann hätten wir noch Alpollo und Gengar. Na, wem könnten diese beiden netten Gesellen wohl ähneln? Gengar absorbiert die Wärme von Menschen und der Umgebung, sodass diese bald anfangen werden zu frieren, sollte sich ein Gengar in der Nähe aufhalten. Läuft es einem eiskalt über den Rücken, so wurde man von einem Gengar als sein nächstes Opfer auserkoren. Es sei aus purer Dunkelheit entstanden, mit dem Ziel, seiner Beute die Lebensenergie zu entziehen. Netterweise steht im Pokédex auch noch, dass Widerstand bei Gengar völlig zwecklos sei. Alpollo wiederum lauert seinen Opfern gerne auf und berührt sie dann plötzlich mit seiner Zunge aus Gas. Das Opfer fängt an zu zittern, verliert eventuell das Bewusstsein und außerdem verliert es stetig an Lebensenergie. Gut, was haben wir hier? Dunkelheit? Eine Art Kuss durch Alpollo? Sie entziehen beide ihren Opfern die Lebensenergie? Interessant, interessant. Fällt euch da ein Wesen aus Harry Potter ein, das ähnliche Eigenschaften hat? Dementoren, genau. Dementoren gehören zu den gefährlichsten magischen Wesen überhaupt, denn sie sind dazu in der Lage, Menschen durch eine Art Kuss die Seele aus dem Leib zu saugen. Dadurch sterben die Menschen zwar nicht, wie im Falle von Alpollo und Gengar, doch verlieren sie jegliche Gefühle und ihren Verstand und sind im Grunde nur noch eine leere Hülle. Wie auch Alpollo und Gengar bewegen sie sich schwebend vorwärts, bevorzugen die Dunkelheit und senken die Umgebungstemperatur, wie aber auch die Stimmung. Und schließlich noch ein letztes Pokémon, bei dem die Ähnlichkeit wahrscheinlich am offensichtlichsten sein dürfte. Lavados. Das Design von Lavados basiert unmittelbar auf den Überlieferungen rund um den Mythos des geheimnisvollen Phönix, vermischt mit dem Aussehen eines Storches. So ist denn auch Lavados ein legendärer Feuervogel, dem es möglich ist, das Feuer zu manipulieren. Man sagt, es könne sich selbst regenerieren, indem es sich im Feuer verbrennt und vollkommen geheilt wieder emporsteigt. Und auch in Harry Potter haben wir es mit einem magischen und flammenfarbenen Vogel zu tun, riesig wie ein Adler mit einem anmutigen Flug, der sich selbst verbrennt, um neugeboren wieder emporzusteigen. Fallen euch vielleicht noch weitere Wesen aus Harry Potter ein, die sich in ihren Eigenschaften oder in ihrem Aussehen mit Pokémon vergleichen lassen? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal!